So. Ja, wie der Name vermuten lässt, kleine Testaufnahme, weil ich habe jetzt hier doch ein bisschen umgestellt. Wir mal uns jetzt hier gucken. Ich bin gerade dabei, ein bisschen zu probieren mit 60 FPS-Aufnahmen. Also 4K mit 60 FPS. Ob das Ganze so klappt. Weil nämlich. Ja, ich habe ja meinen, ne, relativ neuer Rechner. Und genau, den. Da ist mir jetzt mal vor kurzem aufgefallen, also vorgestern, dass der Arbeitsspeicher, also ist ja 320, Quatsch, 3200 Megabyte Kit und der lief aber standardmäßig nur mit 2166 Megahertz. Also XMP war halt nicht aktiviert, wo ich mir dachte, pf, ja, YOLO brauchst du nicht. Aber wenn man mal nachrechnet, ich meine. Wie gesagt, das ist das, was er eigentlich kann. Und das ist der, mit was er lief. Ja. Oder andersrum gesagt, der lief gerade mal auf 67% seiner gesamten Performance. Und jetzt habe ich mal das XMP-Protokoll aktiviert im BIOS. Protokoll sage ich schon. Also ich habe halt XMP aktiviert im BIOS. Jetzt läuft er also mit den 3200 Megahertz. Und will mal gucken, wie sich so die 60 FPS Performance macht. Dazu werde ich mal. Ja, das Fenster hier, keine Ahnung. Das Ding. Ich habe jetzt hier mein OBS ein bisschen umstrukturiert. Da. So, sieht ein bisschen besser aus. Ne, also. Die ganzen Sachen, also die ganzen 10 und so sind jetzt alle hier links oben und dafür habe ich jetzt hier unten die ganzen Statistiken drin. Allerdings habe ich immer noch das andauernd hier dieses. Dass hier immer noch dieses Fenster andauernd aufpoppt. Ich weiß nicht, wie ich das deaktiviert bekomme. Wenn ich jetzt sage schließen und den OBS zumache. Und wieder aufmache, dann öffnet sich das Fenster auch wieder mit. Also keine Ahnung, was da eigentlich schief geht. Muss ich nochmal gucken, weil bei Ansicht, da kann man zwar die diverse Sachen deaktivieren und aktivieren, aber hier gibt es keinen Button vor. Das heißt, ich kann das Ding zwar immer wieder öffnen, aber nicht sagen, dass es geschlossen lassen soll. Muss ich mal gucken, was da eigentlich abgeht. Ja, muss ich ein bisschen rumprobieren. So. Das. So, dann wollen wir mal gucken. Aber können wir jetzt mal zum Beispiel ein bisschen Mindtest probieren? Ich glaube mal. Mal Vollbild hier. So. Achso, ja, ich laufe gerade im Bildschirmmodus. Wenn ich jetzt auf Fenster gehe. Aha. Da habe ich tatsächlich volle 60 FPS. Ja, das sieht actually gut aus. Warum ist hier nicht so dunkel? So. Das sieht gut aus. Ja, also der behält schon mal seine 60 FPS bei.
Das ist schon mal ganz geil. CPU ist gerade mal zu 30% ausgelastet, sagt er. Wobei mein CPU-Graph oben links ein bisschen mehr als 30% anzeigt. Da bin ich bei, naja, gut 40%. Ja, die Frage ist, was die OBS mit CPU-Auslastung misst. Was er da genau meint. Okay. Dann gucken wir mal, was gibt es noch so für Spiele? Wir können mal gucken wegen Euro Truck Simulator, wie das Ding performt. Beziehungsweise spiel mal dem Ding hier. No. Okay, da habe ich bis jetzt auch noch 60 Bilder pro Sekunde. Mal gucken, wie es im Spiel aussieht. So. Was? Achso, ja, komm, wir machen einfach mal hier, machen wir mal irgendwas. Habe ich eigentlich gespeichert letztens? Warte mal kurz. Nee, muss ich bei Laden mal gucken, wie es da aussieht. Genau, okay, gut. Ich kann dann also hier ein bisschen rumtesten und danach die alten Speicherstände wieder laden. Das sieht sehr gut aus. Dann machen wir mal, genau, Schnellaufträge. Was tun wir da am besten? Wir fahren einfach mal hier. So. Mal gucken, wie da so die, ob da die FPS zusammenbricht. Lass uns loslegen. Achso, diese Türe gar nicht. Ah. Jetzt höre ich auch was. Sieht sehr gut aus. Biege nach rechts ab. Links war die Straße gesperrt. Oh, sieht aber gut aus, oder? Sehr gut, sehr gut. So. Also ich weiß nicht, ob man es da oben in den Kameras erkennt. Aber, oh, ich bin auch im falschen Kameramodus. Die Kameras sind die großen Kameras. Also, hier, meine Kameras, die sind so groß. Egal. Man erkennt vor allen Dingen auch, dadurch, dass ich jetzt mit 60 FPS unter OBS laufe, also in OBS, ist auch die Vorschau nahezu Echtzeit. Also, ja, also, ich habe kein Delay mehr zwischen dem aktuellen Bild und der Vorschau in OBS. Ich könnte es also wirklich komplett mit der Vorschau fahren. Immer geradeaus. Was mich sogar auf eine Idee bringt, warte mal ganz kurz, wir machen mal hier beenden. Ja. Also zuallererst mal müssen wir mal hier auf die Kleinkamera schalten. Genau. So, und jetzt, wenn ich jetzt Euro Truck Simulator. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt hier mir eine Vorschau aktiviere. So, jetzt habe ich hier, da habe ich jetzt die OBS-Vorschau im Vollbild. Das heißt, ich sehe jetzt auf meinem Hauptbildschirm genau das, was ihr seht. Und wenn ich jetzt Euro Truck Simulator auf einem anderen Fenster, auf einem anderen Bildschirm starte, zum Beispiel
Ach, der startet natürlich wieder auf meinem mittleren Bildschirm, ganz klar. Kann ich das Fenster irgendwie verschieben? Wird schwer. Kann ich. So. Okay. Alter, das ist natürlich nice. Okay, jetzt muss ich mich natürlich ein bisschen umgewöhnen. Also damit ihr ungefähr so seht, was gerade abgeht. Also Eurotruck Simulator spielt jetzt gerade auf dem Bildschirm. Und auf dem Bildschirm, wo ich primär drauf gucke, hier, da läuft jetzt quasi die Vorschau in Vollbild von OBS. Und wenn ich hier so meine Maus bewege, ist so ziemlich ist das Originalspiel, die Vorschau in OBS und die Vollbildvorschau von OBS, alle genau gleich schnell. Es ist keinerlei Delay dazwischen. Das ist natürlich sehr geil, weil das bedeutet nämlich, dass ich so ziemlich mit der Vorschau spielen kann. Das heißt, ich sehe genau das, was ihr seht. Also ich sehe jetzt auch direkt, wenn irgendwas durch die Kamera abgeschnitten ist. Das ist natürlich sehr praktisch. Gut, ich habe unten bei mir leider auch die Taskleiste drin. Das ist nicht so geil. Loslegen. Das ist nicht so geil. Immer geradeaus. Absolut kein Delay. Das ist ja. Also zumindest keinen wahrnehmbaren Delay. Das ist ja genial, ist das ja. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Gott. Links halten und dann links abbiegen. Bei der Vorschau Vollbildansicht, da sehe ich überhaupt erst, wie groß die Kameras eigentlich sind. Die nehmen echt links ab. Die nehmen echt schon ein ganzes Stück meines Bildes ein. Holy shit. Was? Vor allem in der Vorschau der Kamera sieht man jetzt auch genauso wie ich sehe. Da ist das Spiel, da ist das Spiel und da ist das Spiel. Also dreimal. Ups. Ist natürlich schon dezent geil. Das war krass, Alter. Also ich meine, man muss sich jetzt mal vorstellen, was hier eigentlich gerade abgeht. Ich spiele das Spiel. Ich mal alle Schnauze halten hier. Also ich spiele gerade das Spiel in 4K 60 FPS. Wie gesagt, ich habe keine Capture-Karte. Das heißt, das Aufnehmen des Spiels läuft auch über Software ab. Das Rendern in OBS funktioniert mit 60 FPS. Also zumindest laut dem, was OBS mir gerade hier anzeigt. Das läuft mit 60 FPS. Und ich habe eine Vorschau laufen. Also halt zwei Vorschaus laufen. Das in OBS-Fenster und das halt im Vollbild die Vorschau. Auch beide mit 60 FPS. Und meine CPU ist gerade mal zu 30-40% ausgelastet. Das ist schon geil. Siehst du, wie sehen eigentlich die Datenraten aus? Mal gucken. Boah. Okay, also wenn ich mit der Kamera so rumschwenke, dann erreiche ich 130.000 Kilobit pro Sekunde. Also so ungefähr, ja, 130 Mbit pro Sekunde an Datenrate. Eieiei, ich will nicht wissen, wie lange so eine Folge bei YouTube mit meinem jetzigen Internet zum Hochladen braucht. Alter Schwede. Ja. So.
Was man natürlich auch noch mal schön gucken kann, warte mal ganz kurz. Ich habe immer nur so eine Sachen, die halt direkt umschalten, ne? Irgendwas, was mal so irgendwie so aufblitzt oder sowas, habe ich nicht, ne? Ne. Sind immer alles so eine Übergang-Animation. Ich brauche mal irgendwas, wo ich wirklich direkt irgendwas habe, was aufblitzt. Gut, ich könnte in meinem Test mal das Menü. Jetzt bin ich schon wieder im Spiel. Gut. Ja, ja, komm. Wir laden hier mal meinen alten Speicherstand. Welches ist denn das? Sollte der hier sein. So. Genau. Dann beenden wir das Spiel mal. Damit es beim nächsten Let's Play wieder so ist, wie wir es verlassen haben. So. Dann machen wir mal ein bisschen Mindtest. Beim Mindtest habe ich ja das schöne Ingame-Menü. Oh. Boah, ist das laut. Ist ja laut, ist das ja. Vollbild. Na komm. Da. Genau. So, und hier habe ich jetzt. Na okay, also wenn ich jetzt wirklich etwas habe, was mit einmal aufblitzt, dann kann ich. Ich weiß nicht, ob man das bei den Kamera vorschauen. Also da. Überall diese Audio. Ah. Bei diesen Vorschauen, überall. Da kann man, also, ne, das Menü blitzt also mit einem Mal auf. Und da kann man erkennen, dass das Ingame doch etwas früher aufblitzt. Dass dann ganz kleiner Delay zwischen ist. Aber das ist wirklich echt, echt minimal. Also, man kann halt, es ist halt, das ist halt schon krank, wie Echtzeit das geht. Ja, das ist halt der Vorteil. Ich meine, wenn ich jetzt mit einer Capture Card arbeiten würde, ja, da hätte ich natürlich den Signalweg. Das heißt, ne, das Spiel muss das Bild rendern, dann muss es über die Grafikkarte ausgegeben werden, dann muss es über das HDMI-Kabel gehen, dann muss es in die Capture Card reingehen, die muss das Signal verarbeiten und erst dann kann es im OBS empfangen werden. Dadurch, dass ich aber über Software aufnehme, also ohne Capture Card, entfällt dieser gesamte Signalweg. Dadurch ist es natürlich, dass es reaktionsschneller ist, aber dass es wirklich so reaktionsschnell ist, das ist schon echt heftig. Schon. Also schon heftig. Das Einzige, was immer noch so ein bisschen problematisch ist, wenn ich jetzt hier auf den Bildschirm schalte. Oh, ja, jetzt nimmt die Vorschau sich selber auf. Danke dafür. Die Vorschau geht mal noch da. Ja, geht mal noch da. So. Genau. Das Einzige ist, wenn ich jetzt hier im Fenstermodus bin, also quasi nicht ein Fenster aufnehme, sondern den gesamten Bildschirm aufnehme, dann erreiche ich nur 40 Bilder pro Sekunde. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ich meine, gut, wenn ich im Fenstermodus bin, dann mache ich in der Regel kaum was. Wo ich eine hohe FPS brauche, kann es vielleicht daran liegen, dass hier wegen Transparenz. Nö, daran liegt es nicht. Nur noch 40 Bilder pro Sekunde. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, macht überhaupt keinen Unterschied. Framerate bleibt gleich. Aber bei jetzt ist es sogar noch etwas schlechter. Ja, keine Ahnung. Wisst ihr, was man mal probieren könnte, wäre. Ich schalte euch mal ganz kurz hier weg. So. So hier. Dann schalte ich euch mal wieder dazu. So. Gucken, ob ich irgendwelche Testbilder habe für 4K, mal gucken, wie die wiedergegeben werden. Ich habe doch hier diverse Testbilder. Wo sind denn die alle? Ja, sakrileg. Oh mein Gott, eigentlich seht ihr nicht, was ich gerade sehe. Eieiei, diesen Ordner darf ich niemals online zeigen. Ich werde so hart weggestrikt auf YouTube. Das hier zum Beispiel. So, das ist jetzt original 4K. Bumm.
Jetzt ist die Frage, müsste eigentlich jetzt OBS auch genau mit dieser Qualität wiedergeben können? Das sieht perfekt aus. Das sieht in der Vorschau genauso gut aus wie im Original. Geil. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Kannst du mal weg hier? Danke. So. Was man natürlich nochmal probieren könnte, wäre die Datenrate, wenn ich jetzt irgendwas mache. Achso, Achtung! Epilepsie-Warnung. Nee. Hatte ich hier nicht. Nö, habe ich nicht hier. Wo es aber sein könnte, ist bei meinem Backup. Wartet mal ganz kurz. Nee, leider nicht da. Schade. Ja, mal schade. Aber ich meine, es sieht ja soweit so gut bei OBS eigentlich alles extrem gut aus. Also die 4K, die kommen auch definitiv an. Wie gesagt, leider im Fenstermodus nur mit 40 FPS, aber sobald ich irgendwelche Fenster direkt aufnehme, geht der immer direkt hoch auf 60 FPS. Jetzt gibt es leider manche Spiele, also wenn ich zum Beispiel GTA aufnehme, GTA San Andreas, ist ja GTA von sich aus gecapped auf 35 Bilder pro Sekunde. Das heißt, da wird es keinen so großen Unterschied machen. Aber so, was ich jetzt mal kurz ganz kurz gucken möchte, Record Session, da ist es. Die aktuelle Aufnahme. Oh, schon 2 GB groß. Upsi. So, jetzt habe ich hier das Video. Jetzt seht ihr auch das Video. So, mal gucken, wo war denn das Spiel? Genau, hier waren die ganzen Sachen. Blablabla. Da war das Spiel so. Halt, stopp. Und jetzt gucken wir mal. Ja, tatsächlich werden alle Frames, genau, das Video hat 60 FPS, da sieht man es. Und jede Frame ist ein Unique Card. Das heißt, bei OBS kommt tatsächlich alle 60 Bilder pro Sekunde an. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das funktioniert schon mal. Das ist sehr gut. Das Einzige, was halt doch ein Problem ist, ist halt die Datenrate. Ich meine, ich habe jetzt, ich nehme auf mit CRF25, also halt nahezu verlustfreie Qualität, also optisch sieht man keinen Unterschied zu dem, was tatsächlich auf dem Bildschirm abgeht. Dadurch entstehen aber halt auch sehr hohe Datenraten und ja, dementsprechend ist das Video zum Beispiel schon 2 GB groß und das letzte Video, also ich habe teilweise jetzt, als ich hier die Eurotruck-Spiele aufgenommen hatte, hatte ich hier teilweise Episoden drin, die 5 GB groß waren. Und das dauert natürlich mit meinem aktuellen Internet vor allen Dingen relativ lange. Das weiß ich natürlich nicht. Ob es da Sinn macht, mit der Auflösung oder mit der Bitrate runter zu gehen. Ich meine, wirklich Filmfolgen veröffentlichen werde ich ja sowieso erst. Wenn ich mein Glasfaseranschluss habe. Auch da habe ich kein Gigabit. Ja? Das ist zwar Glasfaser, aber wir haben, ich weiß gar nicht mehr, was für Tarif wir denn haben, aber glaube, hatte ich 100 Mbit Upload oder sowas. Also da sollte schon noch genug Reserve drin sein, aber spätestens wenn ich dann anfange zu streamen, du kannst mal weg, spätestens dann wird es halt ein bisschen kritisch. Das heißt, Stream in 4K mit 60 FPS ist dann wahrscheinlich noch nicht drin, also zumindest nicht mit der Qualität.
So, okay, also das heißt, die Programme an sich, die laufen alle. Wow. Also wenn ich jetzt hier alle vier Bildschirme sichtbar mache, habe ich nur noch 11 Bilder pro Sekunde. Ah, schöne Stockerpartie. Das sieht ja gut aus. Holy moly. Aber gut, ich meine, das ist ja sowieso nur im Ausnahmefall, dass ich alle vier Bildschirme gleichzeitig aufnehme. Weil man muss ja auch, ne, überlegen. Ich meine, das ist jetzt 4x4K, was jetzt gerade aufgenommen wird. Über Software, wohlgemerkt. Wobei ich halt auch immer noch nicht genau weiß, weswegen er bei den Fensterdingern halt nur 40 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Pro Fenster, also pro Bildschirm. Das ist natürlich ein bisschen schade. Tja, tja, tja. Wartet mal ganz kurz. Mittlerer Bildschirm hinzufügen. Da habe ich die Bildschirmaufnahme mit XHSM. XSHM, so. Und dann halt die Fensteraufnahme. Und mehr gibt es hier nicht. Genau, die Fensteraufnahme läuft über X-Compose-Sighting. Deswegen läuft die auch so schnell, weil das halt direkt. Also. Bei X-Compose-Sighting, da wird da quasi die Spiele und alles rendern ja nicht direkt auf dem Bildschirm, sondern die rendern ja in einen Offscreen-Buffer, was dann wiederum als Textur in den 3D-Desktop eingebettet wird. So, und mit X-Compose-Sight, wenn ich es richtig verstanden habe, kann direkt dieser Offscreen-Buffer angezapft werden. Deswegen ist das Ding auch so extrem schnell. Und mit diesem XSHM, da scheint da wirklich erst das fertige Bild direkt wieder aus dem Grafikspeicher zu extrahieren. Und wie alle, die ein bisschen Ahnung von IT haben, ein Grafikspeicher, also VRAM, ist halt dafür optimiert, dass man da schnell reinschreien kann, nicht schnell rauslesen kann. Und dementsprechend ist das Capturing von dort halt immer ein bisschen mit Performance Impact verbunden. Was sich scheinbar auch hier ein bisschen bemerkbar macht, was natürlich ein bisschen schade ist. Gucken wir jetzt, wenn ich das Fenster aufmache. Ah ja, doch, da sieht man schon, dass es ganz schön stockert, wenn ich das bewege. Machen wir hier ein bisschen, nehmen wir mal schwarz hier. Ja. Ah, ist natürlich nicht gerade das Geilste auf Erden. Jutchen. Also wir haben meinen Test getestet, wir haben Eurotrack getestet. Was gibt's noch? Wie gesagt, GTA brauche ich nicht testen. Da ist ja, ne, bei GTA ist er eh gecapped bis 35 Bildern pro Sekunde. Wie lange habe ich schon kein GTA mehr gespielt? Ach, nimmt halt mein GTA. Ist das Gleiche. So. Oh, ist das laut. Mal ein bisschen leiser machen hier bei mir. Ja, ihr müsst auch leiser machen, weil ich hab's nur für mich jetzt leiser. Eieiei. Ganz schön laut. So. Das sieht tatsächlich im Bildschirmmodus immer noch fließend aus, weil ich bin selber halt gerade 35 Bilder pro Sekunde hat. Das Problem ist halt, also es geht dabei vor allen Dingen um diese Option hier, diesen Frame-Limiter, der limitiert das Bild auf 35 Bilder pro Sekunde. Das Problem ist, wenn man das abschaltet, hat man zwar 60 Bilder pro Sekunde, aber dann funktionieren so manche Sachen im Spiel nicht mehr. Und deswegen sollte man das eigentlich immer anhaben. Also ich habe es zumindest immer an. So, wenn ich jetzt mal aus dem Bildschirmmodus rausgehe und direkt in den Fenstermodus gehe, das und das jetzt mal starte.
Genau, habe ich direkt wieder 60 FPS. Sehr schön. Das Witzige ist, obwohl das Spiel auf 35 Bilder pro Sekunde gelimitet ist, habe ich laut OBS immer noch 60 Bilder pro Sekunde. Ja, wahrscheinlich, weil er einfach mal 60 Mal pro Sekunde diesen Offscreen-Buffer abgreift, egal wie oft er reingezeichnet wird. Ich weiß auch gar nicht, wie es zum Beispiel aussieht mit Tearing oder sowas. Ob ihr jetzt hier Tearing, also ne, dieses Einzelbild zerreißen, ob ihr sowas seht oder nicht. Also wenn man hier ein bisschen durch die Gegend. Das sieht aber alles extrem gut aus. Wow, ey! Diese Rowdies hier. Ja, also sieht gut aus. Als stehen die auch alle im Weg rum. Ach, CJ. Jetzt aber gucken, wie die Datenraten sind. Also hier die Bitrate. Oh, knapp 30 Megabyte pro Sekunde. Megabit pro Sekunde. Pardon. Dass diese Garage immer so ewig braucht, bis sie aufgeht. Verstehe ich nicht. Aber. Ja, so 30 bis 50 Megabit pro Sekunde. Bei Mindtest, da habe ich ja schon. Ah, ne, bei. Wo habe ich denn geguckt? Bei Auftragssimulator, da hatte ich geguckt gehabt, genau. So, hier habe ich Bitraten von bis zu. Ui. 90 Mbit, 100 Mbit. Wenn ich mich sehr schnell bewege, 120 Mbit. Eieieiei. Aber wenn ich so normal laufe und alles. Lalala, so ein bisschen so, ne, so ein bisschen Alltagssituation, so ein bisschen baggern hier, da und hier ein bisschen, so ein bisschen. So ein bisschen rumlaufen, lalala. Ja, da habe ich auch so um die 50, 40. Ja, auch so 30 bis 50 Mbit. Das geht auch. Relativ gut. So, jetzt mal ein bisschen umschauen. Ich mache kurz diesen Cinematic-Modus aus. So, jetzt sieht man relativ harte Bewegungen. Und wie sieht es jetzt aus? Na, jetzt geht es auch schon mal hoch auf 60, wenn ich mich hier so umgucke. 60, teilweise sogar erreiche ich hier so Spitze von 70 Mbit. Ah ja. Naja, ist natürlich bei meinem Test, dadurch, dass es hier diese ganzen vielen feinen Details gibt. Und das bei 4K, das rappelt natürlich schon. Ist natürlich die Frage, mache ich das so oder sollte ich dann einfach doch mit der Qualität ein bisschen runtergehen? Dass ich nicht auf CRF 23, sondern auf CRF
28G oder so. 33 ist wiederum zu schlecht. Also 28 wäre schon mindestens Standard. Na gut, ich meine, bei YouTube wird sowieso alles runtergerechnet. Ich weiß halt nicht, wie YouTube damit umgeht, was YouTube so macht. Aber so. Ja, sehr nice. Genau. Genau, 23 mit Verifest. Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt hier hochgehen würde, dann wäre halt der Rendering-Aufwand relativ hoch. Würde zwar in kleineren Dateien enden, aber wenn ich dann hier auf Very Slow oder Slow gehe, ich glaube nicht, dass der Prozessor das in Echtzeit schafft. Also ich meine, der Prozessor an sich würde das wahrscheinlich schon in Echtzeit schaffen. Aber dann bleibt halt relativ wenig freie CPU-Zeit für die Spiele. Das heißt, da könnte es wieder sein, dass die Spiele dann anfangen zu stockern, weil die CPU so ausgelastet ist. Das heißt, das sollte auf jeden Fall so bleiben. Der rechte Bildschirm flackert bei der Kamera so ultra. Da hast du hier so richtig so diese Querstreifen. Jetzt nicht mehr. Aber sobald das Bild einigermaßen hell wird oder runterregelt, siehst du sofort, ne, wenn ich jetzt, das mittlere Bild ist ja extrem hell, wenn ich das zudecke, dann ist die rechte Kamera wunderbar. Aber wenn ich die Hand wegnehme, fängt wieder an zu streifen. Naja, der Weißabgleich ist schon sehr, sehr, also die Belichtungszeit natürlich, ist schon sehr, sehr unschön. Ah, ja. Jutchen, dann sollte das damit erstmal alles soweit laufen. Was ist hier überhaupt noch alles? Ich habe mittlerweile hier so viel Schrott bei mir. Warte mal kurz. Ich mach mal hier. So. So. Uah, das war zu weit. Dann deaktiviere ich hier mal die Vorschau. Dann kann ich hier auch mal umschalten auf rechter Bildschirm mit Cam. Ach, ist ja noch die alte Ansicht. Mit der alten Cam. ne, da habe ich ja hier diverse Sachen, die ich mal aufräumen müsste. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich in letzter Zeit nur noch nutze. Ach so, ja. Wenn ich kleinere Fenster aufnehme. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Verstehe, verstehe. Oh, ja gut. Auf dem Bildschirm habe ich jetzt hier natürlich Bildschirmception. Sehr nice. Genau. Okay, dann sollte das damit erstmal gewesen sein. Wow, meine Frontkamera flackert gerade ganz schön. Tut das not? Muss das so sein? Jo, dann kannst du mal weg. Vorschau aktivieren, genau. So, gucken wir mal, wie groß jetzt letztendlich die Datei geworden ist. Dann schalte ich euch mal noch mal kurz weg hier. So. Und ja, ich weiß, ihr könnt das Fenster natürlich hier sehen auf meiner Vorschau, aber da ist das Fenster so klein, dass ich all meine schönen Not Safe for Work Bilder präsentieren kann, ohne dass ihr seht, also ohne dass ihr das Schlimme seht. Das ist ja das Wichtige. Ich meine, ich muss sowieso aufpassen. Letztendlich, weil ich habe ja hier Diashow laufen und ich weiß nicht, ob alle Hintergrundbilder, die ich hier eingerichtet habe, so
Also, anders gesagt, ich weiß, dass da auch Hintergrundbilder mit bei sind, die nicht ganz safe for work sind. Von daher muss ich ja sowieso aufpassen. Aber hey, Wort ist das Leben ohne Risiko. So, was wollte ich gerade gucken? Genau. Wie groß die Datei jetzt letztendlich geworden ist. Record Session. Da ist er. So, wir haben jetzt eine Dateigröße von 3 GB. Das geht ja eigentlich. Das geht ja eigentlich sogar fast. Gut, dann werde ich dann vielleicht einfach mal just for fun noch ein bisschen Mindtest spielen, vielleicht. Einfach mal um zu sehen, wie so die Performance da ist. Das heißt, ich werde jetzt, ach, werde ich in der nächsten Folge erzählen, wenn es denn an die Testaufnahmen geht. Von daher ist die Aufnahme jetzt erstmal damit beendet. Scheint alles soweit zu funktionieren mit 60 FPS. Was schon echt geil ist. Was schon echt geil ist. Ich dachte schon, ich bräuchte irgendwann eine Capture-Karte. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist gutes Internet. Na? Ach, dieses Internet. Naja. Von daher, bis denn, ne?